So, überprüfen wir mal. Machen wir das mal hier oben hin. So, ein bisschen Platz. So. Ist 2 kleiner als 1? Nehmen wir das Beispiel. Nee, wir überprüfen, ob 3 kleiner ist als 2. Ist 3 kleiner 2? Fragezeichen. So, okay. 2 ist ja der Nachfolger von 1. Ne? Also wir überprüfen, 3 kleiner als der Nachfolger von 1. Genau dann, wenn. Welchen Definitionsteil können wir anwenden? Naja, nur den hier, ne? Wegen dem Nachfolger. Genau dann, wenn 3 gleich 1 ist oder 3 kleiner 1. Die Aussage ist wahr, wenn entweder die oder die war es. Nicht entweder, wenn die oder die war es. Das ist ein Unterschied. Gehe ich nachher noch drauf ein. Die hier ist falsch. 3 ist nicht gleich 1. Das sind zwei unterschiedliche natürliche Zahlen. Also müssen wir prüfen, ob 3 kleiner ist als 1. Das wissen wir noch nicht. Hier müssen wir erst die Definition anwenden wieder. Ne? 3 kleiner 1, das ist ja das gleiche wie 3 kleiner Nachfolger von 0. Ist das wahr? Keine Ahnung. Definition anwenden. Das ist wahr, genau dann, wenn 3 gleich 0 ist oder 3 kleiner 0. So, jetzt wissen wir hier, 3 gleich 0 ist falsch. Ist das hier wahr oder falsch? Können wir das schon sagen? Ja? Kleiner 1 ist ja keine Zahl kleiner als 0 dementsprechend. Genau, Sie haben recht. Es ist keine Zahl kleiner als 0. Das ist der erste Teil der Definition. 3 kleiner 0 ist auch falsch. Es gilt also keine von beiden. Weder die noch die gilt. Also ist auch die Aussage hier falsch. Das ist die gleiche hier. Und also ist auch die Aussage hier falsch. Ja? Wir haben eine rekursive Definition, die Folgendes macht. Wenn ich zwei natürliche Zahlen vergleichen will und die rechte ist ein Nachfolger einer Zahl, dann führe ich diesen Fall hier so lange auf einen nächstkleineren zurück, solange einer von zwei Fällen eintritt. Entweder hier vorne steht 3 gleich 3, die Identität, dann weiß ich, die Aussage war wahr. Wenn aber die hintere Zahl kleiner war oder kleiner gleich als der vorderen, dann komme ich irgendwann, nachdem ich alle immer auf einen nächstkleineren Fall abgeleitet habe, irgendwann komme ich auf die 0 aufgrund der Struktur der natürlichen Zahlen und dann steht hier die natürliche Zahl kleiner als 0 und damit ist es falsch. Sie führen es immer auf einen nächstkleineren Fall zurück. Entweder landen Sie hier, wenn die Aussage falsch ist, oder Sie landen bei sowas, wenn die Aussage wahr ist. So, funktioniert. Ich wusste ja, ich habe ja das kleine Zeichen erst definiert. Und jetzt gucke ich, ob die Definition funktioniert. Ich wollte prüfen, ob 3 kleiner ist als 2. Okay. Wie prüfe ich das, indem ich die Definition anwende? Dann kommt hier raus, das oder das. Bei dem weiß ich, ist es falsch. Da, naja, weiß ich noch nicht. Ich definiere ja erst das kleine Zeichen. Ich verwende das zu definieren in der Definition. Das heißt, ich muss die Definition hier wieder anwenden. Ich wende sie an und sage, okay, 3 ist kleiner 1. Genau dann, wenn 3 gleich 0 ist oder 3 kleiner 0. Nach der Definition. Nach der Definition weiß ich, das ist falsch. Das weiß ich sowieso. 3 ist nicht gleich 0. Und das ist falsch. 3 kleiner 0. Aus der Definition. Keine Zahl ist kleiner als die 0. Also weiß ich, diese beiden Aussagen sind falsch. Also weiß ich, auch diese hier ist falsch. Und jetzt gehe ich wieder rückwärts, rückwärts, rückwärts. Und damit weiß ich, auch die Ausgangsaussage war falsch. Ja? Bei einer Induktion muss man ja immer so schreiben, welche Beweise man jetzt benutzt hat. Müssen wir das da jetzt auch? Müssen wir jetzt auch hier schreiben? Auf, also wegen kleiner 1 haben wir gewusst, dass es falsch ist. Okay, das ist jetzt im Prinzip eine Frage, die auf die Prüfung hinzielt, oder? Müssen wir da jetzt hinschreiben, welche Definition wir anwenden? Das wäre schon sinnvoll.